Wir machen gerade unsere zweite Fassadengestaltung im Rahmen von Kaiserschild Walls of Vision. Wir sind diesmal im 19. Wiener Gemeindebezirk in der Gymnasiumstraße. Die Fassade wird zur Verfügung gestellt von Vienna Base. Das ist ein Anbieter von Wohnen für Studierende. Und wir freuen uns besonders, dass wir für diese Fassade zwei KünstlerInnen gewinnen konnten, die bisher noch nie zusammengearbeitet haben, nämlich Linda und Perk Up. Die beiden interpretieren ein Gemälde aus der Kunstsammlung der Kaiserschild-Stiftung, Bauernschenke, von David Teniers dem Jüngeren, das in der Alten Galerie in Schloss Eggenberg in Graz ausgestellt ist. Und das Besondere an dieser Neuinterpretation ist, dass sich sowohl Elemente aus dem Original wiederfinden, als auch die Stile der beiden KünstlerInnen. Wir befinden uns in Schloss Eggenberg in der Alten Galerie in Graz, wo David Teniers des Jüngeren Bauernschenke aufbewahrt wird. David Teniers der Jüngere war ein Meister in der Darstellung von bäuerlichen Schenkenszenen. Sein Gemälde zeigt eine Gruppe von Männern, die ihre Zeit mit Kartenspielen, dem Rauchen und Konsum von Alkohol in einer Taverne verbringen. Das Ganze ist sehr realistisch gemalt und bietet einen spannenden Einblick in die Lebenswelt im Flandern des 17. Jahrhunderts. Ein solches Bild ist ein willkommener Gegenpart zur gewohnten Lebenswelt der Aristokratie. Hallo, wir sind Linda und Perk Up. Wir malen für Kaiserschild Walls of Vision. Das Projekt hat sich ganz gut angeboten für die Kollaboration zwischen uns beiden, weil Perk Up sich oft mit Stillleben auseinandersetzt und wir haben verschiedene Objekte aus dem Originalbild gewählt, wie die Vase und den Becher und den Tisch. Der dann sozusagen realistisch dargestellt wird und ich habe versucht, die Personengruppe, die ja im Fokus steht im Original, ein bisschen in die moderne Zeit rüber zu transportieren, indem mehr Geschlechter, mehr Hautfarbe zu sehen ist und trotzdem diese schöne Einigkeit am Tisch passiert.